Hey, herzlich willkommen auf Social Detox. Wenn ihr die längere Version von diesem Video schauen wollt, geht auf YouTube und tippt ein Social Leerzeichen Detox. Da findet ihr dann eine längere Version mit mehr Informationen. Ja, was mir sehr am Herzen liegt, ist die Prävention, nicht nur die Primärprävention, also die hauptsächliche Prävention noch vor der Prävention, sondern eine Sache, es geht um seelische Gesundheit. Zum einen ist es natürlich gut zu gucken, was tut mir gut, was kann ich ja für mein, was habe ich, was kann ich in meinen Wohlfühlkoffer tun, was tue ich in meinen Notfallkoffer, aber auch, was ganz, ganz wichtig ist, dass man versucht herauszufinden, was die eigenen Bedürfnisse sind und die zu bedienen und in seinem Umfeld zu kommunizieren, zu sagen, das brauche ich, das ist mir wichtig und hier an der Stelle bis dahin und nicht weiter. Das ist für mich ganz wichtig, das möchte ich auf keinen Fall. Das brauche ich. Und was auch unheimlich gut tut, um herauszufinden, was denn die Bedürfnisse überhaupt sind, sich Inseln zu schaffen im Alltag, wo man einfach seinen Impulsen folgt. Ja, was möchte ich denn jetzt gerade? Ja, ich glaube, ich möchte eine Runde spazieren gehen. Oh, ich möchte einen Freund oder eine Freundin treffen. Ah, ich möchte mal kreativ sein, ich möchte was malen. Einfach experimentieren und dann herausfinden, was einem gut tut und nicht gut tut, was man will, was man nicht will, was man braucht und was man nicht braucht.